stattdessen einen Überraschungsgast, nämlich den Alexander Lehner, der uns etwas über Drohnenmapping erzählen wird, was, glaube ich, auch sehr spannend ist. Gut, jetzt schalte ich es ein, oder? Okay, also, Name wurde ja schon gesagt. Ich wollte eigentlich einen Lightning-Talk halten morgen. Da hat sich die Zeit ein bisschen ausgedehnt, deswegen werden wir jetzt halt hier kurz mal reinschauen, weil ich heute schon aktiv war. Sieht man das jetzt da? Passt schon, genau. Das ist das Ding, was da hinten steht. Ihr habt mich sicher wahrscheinlich schon ein bisschen rumlaufen sehen heute. Ich erkläre vielleicht ein bisschen kurz dazu, wie es gekommen ist, warum wir Drohnenmapping machen wollten. Wir kriegen von der Stadt Landshut regelmäßig aktuelle Adresslisten, also georeferenzierte Hausnummern. Und das Problem dabei ist, dass die gerade bei Neubaugebieten zum Beispiel viele Hausnummern schon vergeben haben, aber es steht oft noch gar kein Haus da, also komplette Sechsspänner, die erst in 5 Jahren gebaut werden. Das wollen wir natürlich vermeiden in OSM, beziehungsweise den aktuellen Status da immer regelmäßig überprüfen. Deswegen haben wir uns gedacht, naja, Drohnen sind jetzt, man sagt ja nicht Drohne, ist ja politisch unkorrekt, Kopter. Wir versuchen mal mit den Drohnen da was auf die Beine zu stellen, irgendwie Gebiete, die man nicht leicht einsehen kann, von oben herab zu filmen oder zu fotografieren und dann die Daten im JOSM entsprechend zu überlagern mit den Fotos von Bing und damit dann Sachen abzuzeichnen, die man in den Bing-Luftbildern noch nicht sieht, weil die teilweise auch mehrere Jahre alt sind. So, und natürlich ist so eine Drohne auch ein supergeiles Spielzeug für Männer, für Nerds. Macht unheimlich viel Spaß und ist auch wahnsinnig leicht zu bedienen. Also ich habe mir so eine DJI Phantom Vision Plus, nennt sich die, gekauft, kostet ungefähr 1200 Euro. Gibt es in jedem Konrad um die Ecke und hat einen eingebauten GPS-Empfänger, ein Gyroskop und Luftdruckmesser und. Und das kann man wirklich auspacken und losfliegen. Ist für jeden Menschen einfach zu bedienen, braucht man nicht üben oder sonst irgendwas. Also das hält sich auch ganz stabil von selber in der Luft, wie man sieht. Muss man gar nichts tun. Gut, brechen wir das jetzt mal ab hier, das geht dann noch ein bisschen weiter, aber man sieht schon ungefähr, was man da für eine tolle Perspektive hat. Passt schon. Da sind wir. So. Gut, technische Merkmale. Ja, genau, was mich ein bisschen geärgert hat, was der letzte Punkt hier noch steht, ist, dass man ein Smartphone braucht, um diese Live-Übertragung zu sehen. Ich hatte bisher keins, habe mir eins gekauft, dann habe ich festgestellt, die Android-Version ist nicht aktuell genug, dann habe ich mir noch eins gekauft. wollte es da eigentlich auch nicht zu viel Geld ausgeben. Damit kann man halt die Kamera steuern und das Live-Bild auch live sehen und nicht erst vom Chip runterladen. Ist nicht zwingend notwendig, aber praktisch ist es schon. Zweiter Akku-Rotorschutz ist dann für mehr Spaß und mehr Experimentierfreudigkeit auch zu empfehlen. Dann zu den rechtlichen Hinweisen hätten wir jetzt einen Experten hier, den ich jetzt aber nicht zu Wort kommen lassen werde, weil da können wir locker einen ganzen Vortrag nochmal damit halten, glaube ich. Wichtig ist nur, wenn ihr euch sowas zulegen wollt, besorgt euch auf jeden Fall eine Haftpflichtversicherung, die ist nicht automatisch dabei bei der Standardhaftpflichtversicherung. Kostet irgendwie 15 Euro im Jahr oder so und das ist es auf jeden Fall wert. Ohne das darf man gar nicht fliegen. Wenn man eine Versicherung hat, darf man in gewissen Gebieten fliegen, also da, wo keine Menschen sind, freie Felder, Flugübungsplätze, natürlich das eigene Grundstück. Man darf nicht über Privatgrund fliegen, so dass man irgendwie die Leute dort belästigt, ist eigentlich selbstverständlich. Und die Experten streiten sich da auch, was noch legal ist und was nicht. Es gibt auch gewerbliche Aufstiegserlaubnis für Leute, die Fotos veröffentlichen wollen. Die kostet aber schon ein bisschen mehr, das habe ich mir gespart. Also ich mache nur Privatflüge ohne Bilder, hat man ja gesehen. So, dann haben wir gedacht, okay, hast eigentlich alles beieinander. Plugin von JOSM habe ich schon erzählt, das nennt sich PicLayer. Da kann man einfach ein Bild nehmen, das über einen anderen WMS-Layer drüberlegen und so mit halbtransparenten Merkmalen eigentlich ganz gut abzeichnen.
WMS-Layer und Stitching habe ich mir jetzt gespart. Da gibt es Freaks, die bauen sich da wirklich komplette WMS-Server auf. Aber das ist ein Haufen Arbeit. Dann habe ich da so meine ersten Aufnahmen gemacht. Das schaut dann so aus. Wie man sieht, ist da nichts gerade, was eigentlich gerade ist. Also ein Bahngleis hat selten so eine Biegung. Ja, und auch das Hausdach, das ist jetzt nicht so, was man unter gerade versteht. Oder der Weg zum Beispiel. Also das eignet sich überhaupt nicht zum Abzeichnen in Schosen. Dann habe ich einen Kollegen gefragt, der hat auch so eine Drohne, der macht das für seine Immobilienfirma und der muss die auch gerade biegen. Der hat ein kommerzielles Tool hergenommen und das wollen wir ja vermeiden. Adobe Lightroom kostet Schweinegeld, ist auch für diese Aufgabe ein bisschen überkandidelt, aber dieses Lightroom hat halt diese Linsenkorrektur schon drin, also die haben dann eine Linsendatenbank. Damit geht es mit einem Klick. Und der richtet es auch gleich so gerade aus, also wie man gesehen hat, die Originalaufnahme, die ist ja rotierter und die Lightroom-Aufnahme, die nimmt dann auch gleich so Strukturelemente wie die Gleise und dreht dann das Bild so hin, dass das alles recht hübsch ausschaut. Aber wie gesagt, wir wollen ja hier auf der Open-Source-Konferenz keine Lightrooms verwenden. Dann, wo ist denn der Peter? Ist der da? Da sitzt er. Der hat mir netterweise einen kleinen Zehnzeiler zusammenprogrammiert, der das auch ganz hübsch macht, ohne diese Rotation, die brauchen wir sowieso eigentlich nicht. Und mich auch darauf aufmerksam gemacht, dass es für GIMP ein Lensfang-Plugin gibt. Das macht im Prinzip das gleiche wie der Adobe Illustrator. Der nimmt einfach die Parameter von der Linse und rechnet dann das Bild raus, aber die Linse ist in dem GIMP-Plugin nicht aufgelistet. Also nächster Versuch, Open Source, haben wir dann probiert mit Hugin, da hat mir auch jemand geholfen, der User Zahl, ich weiß nicht, ob der da ist. Da muss man das Ganze dann händisch machen, das heißt, man nimmt das Bild, packt sich ein paar Punkte an der geraden Strecke und das biegt dann das Bild gerade und liefert dann einen Satz Parameter aus. Und das Schöne ist, an diesem Parametersatz, da sind drei Werte dran und die kann man in dieses Lensfang-Plugin eingeben. Man mit ein bisschen rumexperimentieren, Try and Error, kriegt man dann tatsächlich auch ein halbwegs ordentliches Bild. Das nochmal vergleicht hier. Also immer, wenn man sich die Bahngleise anschaut, links unten, da kann man es am besten erkennen eigentlich. Also der macht es halt super, super gerade, ja. Das ist blöd. Undistort von Peter hat links unten noch ein bisschen eine Schwäche. Das Hugin hat es schon fast ein bisschen zu sehr zusammengedrückt in der Mitte, finde ich. Und das ist das Ergebnis von dem Lensfang. Aber das sind lauter so Resultate, mit denen kann man ganz gut leben. Also das ist bei Weitem gut genug für die Funktion im Chosen. Und im Chosen sieht das dann erst einmal so aus mit dem Standard-Layer von den Bing-Karten. Was man jetzt sofort auffällt, was ich vielleicht dazu sagen, diese ganzen grünen Striche da, also der Weg und die Bahngleise, die Häuserumrandungen, die Dächer und so weiter, das habe ich alles so im Laufe der Jahre eingetragen, händisch erstmal mit GPS-Tracker, dann im Laufe der Jahre mit den Bildern von Yahoo, glaube ich, war das, dann nochmal mit den Bildern von Microsoft. Und das ist also so ein richtiger Kauderwelsch und keiner weiß eigentlich genau, was ist jetzt da richtiger oder was ist da ein bisschen falsch. Das führt zwangsweise zu folgendem Problem. Wenn ich jetzt das Bild, das ich aufgenommen habe, überlagere, dann könnte ich jetzt natürlich schon sagen, das drehe ich jetzt einfach alles so hin, dass ich recht habe sozusagen. Dann schiebe ich einfach die ganzen Kanten auf mein hübsches Bild, das ich mit der Drohne gerade gemacht habe. Ist aber verlockend, aber nicht unbedingt sinnführend, weil manche Angaben können genauer sein, manche sind ein bisschen ungenauer. Und auch die Bing-Bilder sind ja nicht unbedingt so die aller Weisheitsletzter Schluss. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Aber vom Prinzip her hat schon ganz gut funktioniert. Dann habe ich noch ein anderes Bild aufgenommen, das ist auch sehr schön. Links oben ist das Bing-Bild, das ist ungefähr 3-4 Jahre alt und da ist eine Baugrube, wo der Kreis ist. Ja. Links unten ist eine Tankstelle. Und dieser Ausschnitt mit der Baugrube, den habe ich jetzt mit der Drohne aufgenommen. Da ist jetzt nämlich inzwischen ein neues Haus, da ist eine Bäckerei oder sowas. Das ist rechts oben, ist leider ein bisschen dunkel.
Aber man kann sich da an der Straßenkreuzung da orientieren. Ja, da geht so ein kleiner Kreisverkehr, den sie da hingebaut haben. Und rechts unten sieht man dann wieder die Überlagerung. Also da muss man sich dann orientieren hier. Die Straße hier, da, die ist dort drüben zu sehen und hier ist sie zu sehen. Und dann habe ich das Bild da so reingelegt und die Koordinaten eingetragen in Chosen. So. Zert, sind wir eigentlich schon fast fertig. Genau. Jetzt kommt das Spannende. Da habe ich mir natürlich ein bisschen mutig, da habe ich mir gedacht, na jetzt fliegst du mal in der Nacht mit der Drohne und bindest unten so eine kleine Maglite an die Kufe ran. War keine so gute Idee, weil dadurch hat die ein bisschen das Gleichgewicht verloren. Und dann habe ich sie auf den Baum raufgeschossen. So, der Baum ist so an die 20, 25 Meter hoch, schätze ich mal. Ja, wie kriegt man das jetzt wieder runter? Ja, also mit einer Leiter sind wir nicht raufgekommen. Die Feuerwehr wollte ich jetzt auch nicht rufen. Aber ich wohne auf dem Land und da ist das alles kein Problem. Man kann das also so lösen. Okay, die Drohne hat das überlebt, ja, die hat zwar ein bisschen ramponiert ausgeschaut, aber die Kamera hat noch funktioniert, ein Propeller ist zerbrochen und dieser Rotorschutz, aber ansonsten ist alles ganz geblieben. So, jetzt kommt das Super-Highlight. Letzte Woche bin ich dann nochmal geflogen, am Donnerstag, und da war ich wieder ein bisschen übermutig, bin nur so 2 Meter über den Boden geflogen, aber wieder in einen Baum reingekracht und der Baum stand blöderweise am Bach. Da ist die Drohne im Bach gelandet, so einen Meter tief ungefähr. Und dann habe ich sie rausgefischt und getrocknet und scheiße, da musste ja auf die Forstgist den Vortrag halten. Da habe ich mir am Freitag noch schnell beim Konrad eine zweite Drohne gekauft, damit ich meinen Vortrag halten kann. Und am Montag hat die alte Drohne dann wieder funktioniert. Die hat wirklich bloß trocknen gebraucht und jetzt habe ich halt 2 Drohnen. Okay, war es eigentlich schon? Wenn noch irgendwelche Fragen sind oder wenn ihr euch das Teil mal anschauen wollt, ihr könnt es ja nachher mal vorbeikommen und wir können auch mal eine Runde fliegen oder so. Ja, erstmal vielen Dank. Ja, gerne. Ja, und ich denke, das ist ja ein sehr spannendes Thema, sind Fragen. Ja, im Grunde genommen sind die rechtlichen Restriktionen, die du am Anfang aufgezählt hast, sprechen ja im Prinzip gegen jede weitere Aktion da. Richtig. Weil ich fliege ja zwangsläufig auf privatem Grund und besiedeltem Gebiet. Ja. Es geht ja gar nicht anders, wenn ich da irgendwas aufnehmen will. Genau, also ich habe ja eigentlich auch nur einen Grund gesucht, um mir die Drohne zu kaufen. Jetzt habe ich einen Vorwand gehabt und das ist tatsächlich so, also für die Idee, die wir vorhatten, macht es keinen Sinn, da holt man sich nur Ärger. Ja, nochmal zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, weil für Modellflieger ist es ja relaxter. Also ich habe mich da mal mit beschäftigt, die dürfen mindestens bis 300 Meter hoch und es ist auch nicht verboten, Privatgrund zu überfliegen. Ich nehme an, das kommt jetzt nur im Tiefflug, wenn man sie belästigt. Ja, ja. Oder hat das was mit der Kamera an sich zu tun? Also ich meine Erfahrung ist, dass man 150 Meter hochfliegen darf und was du sagst beim Modellflug, da brauchst du einen Modellflugplatz dafür. Aber wie gesagt, ich gebe da keine Gewähr. Ich habe mich da ein bisschen recherchiert und bin da auf keinen grünen Zweig gekommen, ganz ehrlich. Okay. Das fliegt übrigens so 1000, 1500 Meter weit, das Ding, und genauso hoch. Also man kann die wirklich über die Wolken rausschießen. Findet aber auch selber wieder heim. Mhm. Das darf man dann zum Beispiel nicht, weil in der Tat der unregulierte Luftraum geht bis 300 Meter, dann beginnt der öffentliche Luftraum, also da, wo man dann auch echten Verkehrsflugzeugen begegnen kann. Das geht also dann gar nicht, da sollte man nicht reinfliegen. Und ansonsten ist das eben tatsächlich auch rechtlich noch unreguliert größtenteils, weil der Gesetzgeber läuft natürlich technischen und aktuellen Entwicklungen immer hinterher. Vor 5 Jahren, 10 Jahren konnte sich noch niemand vorstellen, dass man ja sich privat Flugdrohnen halten kann und damit auch ziemlich tolle Sachen machen kann. Und jetzt geht das natürlich auch rechtlich in die nächste Runde. Das ist eine riesige datenschutzrechtliche Problematik, wenn Sie über fremde Grundstücke fliegen und da Personen aufnehmen, aber nicht bloß Personen,
Denn wenn Sie jetzt auch einfach in Grundstücke reingucken und sehen, was hat denn der Nachbar da, sind Sie auch im Personenbezug drin, weil Sie ja wissen, wer wohnt in dem Haus und können dann eben Aussagen treffen, was besitzt die Person, die da wohnt. Und das ist dann alles schon Datenschutz und da gibt's auch noch keine richtig feststehenden Regeln, weil als das Datenschutzrecht geschaffen wurde, hat auch noch niemand gedacht, dass es sowas gibt oder mal geben könnte. Und auch bei den hochauflösenden Luftaufnahmen hat man jetzt so einen Code of Conduct oder plant man zumindest, wo dann eben drin steht, dass Auflösungen pro Pixel, weiß nicht, 10 Zentimeter noch unproblematisch sind, 5 Zentimeter sind dann schon hochproblematisch und dass man dann einfach, dass die Geoinformationswirtschaft eben arbeiten kann damit, dass man denen irgendwelche Handreichungen gibt. Aber feststehende Regeln und dann erste Rechtsprechung dazu, da wird man noch ein bisschen warten müssen. Da müssen noch ein paar mehr Leute mit den Drohnen dann fliegen und müssen angezeigt und verurteilt werden und dann klärt sich das nach und nach. Sind weitere Fragen zu Flugdrohnen? Es wäre somit eigentlich auch ein Unterschied, ob ich das Bild nehme und veröffentliche oder nur die Informationen daraus abzeichne. Jetzt zum Beispiel wie den Gebäudeumriss. Das dürfte ja eigentlich datenschutzrechtlich eher kein Problem darstellen, wenn man sich jetzt mal das gibt, was du gerade gemeint hattest. Ganz klares Jein. Es ist eben, da man, das ist auch ein komplett ungeklärtes Problem bei Geodaten, weil man bei Geodaten eben das Phänomen hat, dass man jedes geografische Objekt im Raum über irgendwelche Adressen auch auf eine Person beziehen kann. Und damit ist ein Personenbezug eigentlich für jedes geografische Objekt möglich. Daran hat... Das reicht für den Datenschutz. Ich habe es euch gesagt, das wird der zweite Vortrag, wenn wir da anfangen. Ja, das lassen wir jetzt einfach so im Raum. Man kann die Datenschützer kritisieren, man kann das gut oder schlecht finden, aber man hat mit der Rechtslage zu leben, beziehungsweise sich mit ihr auseinanderzusetzen. Und entsprechend ungeklärt ist das tatsächlich für den gesamten Bereich der geografischen Informationen. Aber wie gesagt, da kommt irgendwann jetzt ein Code of Conduct, der da so ein bisschen Klarheit bringt, wo man dann eben sagt, na in dem Bereich sehen wir es die Informationen als unproblematisch an, in dem Bereich sehen wir sie als problematisch an. Aber das sind, wie gesagt, alles dann eher Handreichungen, die da zu erwarten sind. Sind denn noch Fragen zu Drohnen und nicht zum Recht der Drohnen? Da hinten. Jo, ich habe da mich wirklich noch nicht richtig mit beschäftigt. Die Frage wäre jetzt, hast du irgendwie auch die Neigung, also die ist ja nicht sichergestellt, dass das Ding direkt nach unten fotografiert, sondern es schlingert wahrscheinlich in der Luft. Und das kriegst du wahrscheinlich durch den Linsenkorrektur nicht weg, dass du da quasi so eine perspektivische Verzerrung hast. Und hast du irgendwie die Skalierung von des Bildes in der Höhe über Luftdruck, über GPS oder sowas reingerechnet oder hast du das alles von Hand gemacht? Also du meinst, dass das Bild dann genau drauf passt, ja? Das ist händisch ausprobiert sozusagen. Du nimmst das Bild, drehst das, dehnst das, bis es halt auf die Bing, BMS-Vorlage drüber passt. Dadurch hole ich mir natürlich schon ein, zwei Fehler rein. Die senkrechte Aufnahme, die ist schon relativ gewährleistet, weil durch den Stabilisator, also das sind zwei Stabilisatoren, einmal der das Teil selber in der Luft hält und das Kamerasystem selber, das hat dann nochmal so ein Gimbal, nennt sich das, das ist ein Dreiachs-Positionsgerät, der das also aktiv nachsteuert und wenn die Kamera senkrecht nach unten geschwenkt ist beim Start, dann bleibt die auch so. Ja.
Also dazu nochmal ein Hinweis, das kennt man ja aus der Fernerkundung, dass die Entzerrung von Luftbild zum Autofoto. Im Grunde genommen braucht man dazu genau eingemessene Passpunkte. Also man nimmt sich 2, 3, 4 Punkte im Bild, ja, von denen man halt die exakte Koordinate kennt. Und anhand dieser Koordinate entzerrt man das Bild oder verzerrt es ein bisschen. Das wird, also prinzipiell funktioniert das, ist problematisch, wenn das Gelände halt, wie soll ich sagen, sehr hügelig ist. Mhm. Dann wird's problematisch. Dann müssen die Aufnahmen kleinteiliger einfach autorektifiziert. Egal. Ja, da kann ich gleich Werbung machen für den Vortrag von Peter morgen, glaube ich. Der geht da auch in diese Richtung. Noch Fragen? Okay, ja, dann danke schön. Vielen Dank.